Ja, und damit sage ich wieder Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Life is Strange Before the Storm. Wir hängen noch immer im Bonuskapitel und nach längerem drüber nachdenken bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es tatsächlich jetzt ein guter Zeitpunkt wäre, ihr die Wahrheit zu sagen, weil je länger wir warten, desto mehr können wir eigentlich nur verkacken. Außerdem haben wir jetzt noch die Gelegenheit, dass ihre Eltern noch unterwegs sind. Ja, und deswegen würde ich sagen, beiß mir jetzt in den sauren Apfel und nehmen. Oh. Chloe? Max? I want to tell you. Something. Okay. I'm, my family's moving to Seattle. Really soon. In 3 days, right? What? You knew that? Our parents do talk, you know? But they said I should be the one to tell you. They still told my parents. I guess Mom and Dad were trying to keep quiet too, but they're bad at hiding anything. Don't look so worried, Max. It's okay. Come on, Dorkmeister. It's not the end of the world. Nope, das haben wir dann erst, wenn wir wieder zurückkommen. I should have just told you earlier. God, I feel so stupid. Max, I said it was okay. I thought about telling you this morning, but then I just felt guilty instead. Well, I'm glad you didn't. Then it would have been hanging over us all day. That's why I didn't bring it up either. Plus, I know you hate this kind of conversation, so I just left it alone, you know? Come on. I want to spend every minute we have together having fun. Ich glaube, sagen wir mal, wir lassen das, was wir schon wissen, als unser Bauchgefühl hier mit einfließen. I'm so worried that I won't be okay without you. Hey, stop that. Of course you'll be okay. We're Max and Chloe, remember? We're always together. Even when we're not. That's true. Cool. Let's find something fun to do. Uh-oh. Mom? Black flies on the windowsill. We are that we are that we are to know. Winter stole summer's thrill, and the river's cracked and cold. See, the sky is no man's land, a dark and plumed estate. Hope here needs a humble hand, not a fox found in your place. Das hatte ich ja schon die ganze Zeit heimlich befürchtet, dass wir tatsächlich genau an dem Tag hier gelandet sind.
an dem ihr Vater seinen Unfall hatte. Und an dem Grab sind wir auch schon mal gestanden. Oder werden wir noch gestanden gewesen sein? With that fool found in your place. No man is an island, or this I know. But can't you see, or maybe you were the ocean when I was just a stone. Ja, da blieb also nicht mehr allzu viel Zeit für lustige Dinge. Thinking if I could just see you, but we'll get good at it, great at it. We'll write and talk all the time, and then you'll come visit, and it'll be like I never left. I mean it. You don't have to worry about anything changing. You're dealing with so much other stuff. You don't deserve any of this. Chloe, listen, even if we're moving for good, we are always together, okay? Even when we're apart, we're still Max and Chloe. I will always, always love you. Goodbye. Wie ich schon gesagt habe, ich hatte ja die ganze Zeit befürchtet, dass es genau der Tag sein wird. Hat uns natürlich einen mega emotionalen Schluss bereitet und wir wissen jetzt,
wie das Ganze da gelaufen ist und dass sie dann ausgerechnet da verschwunden ist. Ja, mir fehlen fast die Worte. Drum lasse ich einfach den Nachspann wirken und schließe mich Max an und sag goodbye.
Ja, und während der Nachspann hier noch durchläuft, habe ich meine Stimme wieder gefunden. Ich bin, wie gesagt, wieder mal überwältigt, auch wenn die Story hier vielleicht die ein oder andere Schwäche hatte, weil wir ja im Prinzip wussten, so nach dem Motto, egal was wir tun, wir wissen so oder so, was passiert. Mich die ganze Geschichte dann doch wieder ergriffen und das Bonuskapitel hat dem Ganzen noch das Sahnehäubchen aufgesetzt. Und ich kann nur sagen, ich hoffe, dass, wenn der zweite Teil dann wirklich kommt, der auch wieder eine ähnlich fesselnde Story liefern wird. Ich hoffe, euch hat es soweit gefallen. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid, wenn es wieder Life is Strange geben wird. Ich hoffe, es dauert nicht allzu lange. Freut mich natürlich auch, wenn ihr bei anderen Projekten dabei seid und sage an der Stelle, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Danke und ciao, ciao.